Amerikas erster Bischof, John Carroll, war der Bruder eines Mannes, der die Unabhängigkeitserklärung mit unterzeichnet hatte. Und ein lebendiges Beispiel für jene Loyalität der Kirche und dem Staat, der Religion und der Demokratie gegenüber, die dieser historische Augenblick von uns allen verlangt. Ich habe aus allernächster Nähe eine Hölle gesehen. Die Hölle auf Erden, die uns alle erwartet, wenn ein totalitäres Regime die Oberhand gewinnt. Wenn die Welt vergisst, dass alle Menschen Kinder Gottes und vor Gott gleich sind, von ihrem Schöpfer ausgestattet, mit dem unantastbaren Recht auf Leben, Freiheit und Streben nach dem Glück. Das ist das Glaubensbekenntnis Amerikas. Das ist das Evangelium der Kirche. Sie sind in dieser Zeit beide gefährdet. Durch Menschen und Doktrinen, die die Feinde jeder Form von Freiheit sind, der politischen Freiheit und der religiösen. Die Verteidigung der Freiheit verlangt kraftvolle Stimmen, starke Herzen und starke Hände. Betet für mich, dass ich nicht schwanken möge. Betet für die Freiheit und die Erhaltung unserer heiligen Kirche. Und für unser geliebtes Land. Gott segne euch.